Mein Name ist Maximilian. Ich komme aus Rendsburg und bin Klimaaktivist bei Fridays for Future. Im Januar 2019, da haben mich Freunde mit eingepackt. Wir sind nach Kiel gefahren auf die erste Demo. Und vor allem bin ich da hingegangen, nicht weil mich, um ehrlich zu sein, so Bäume und Natur so interessieren, sondern weil ich in Hartz IV aufgewachsen bin, unter anderem, und sehr schnell verstanden habe, dass wenn Klimakrise kommt, dass es Arme zuerst trifft. Und das war dann von Anfang an meine Motivation, eben gegen die Klimakrise zu organisieren. Es wird zurzeit absolut nicht genug getan, um die Klimakatastrophe abzuwenden. Wir rasen auf eine Erderwärmung zu, die von 3 bis 7 Grad reicht, und ab dem Punkt ist im Grunde genommen finito. Wir brauchen bis 2035 spätestens Klimaneutralität. Das schafft unfassbar viele Jobs, das schafft unfassbar viel Perspektive, wenn man es ordentlich macht. Aber das muss halt jetzt passieren. Die Energiewende muss dezentral passieren, das heißt, überall da, wo ich wohne, muss der Strom mir gehören im Grunde genommen. Weil er auf meinem Dach produziert ist, weil er in meiner Nachbarschaft produziert ist, das muss jetzt das sein, was meiner Meinung nach das Tiefgreifendste ist. Und dann als zweites brauchen wir eine Verkehrswende, und zwar eine radikale. Das heißt also nicht nur auf E-Autos umsteigen, weil das nimmt ja immer noch Platz weg, das ist immer noch extrem ressourcenfressend. Wir brauchen also ein Umschwenken auf Zug, auf Bus, auf Sammeltaxen, wo auch immer das geht. Das schafft Platz in den Städten, das schafft Lebensqualität und es schafft vor allen Dingen auch Arbeitsplätze. Wir müssen es schaffen in der nächsten Zeit, wenn wir die Klimatransformation schaffen möchten, dass wir die Macht der Konzerne über Energie, Mobilität, Gesundheit und so weiter und so fort brechen. Denn momentan wirtschaften Kolleginnen und Kollegen, alle, die den Laden am Laufen halten, für irgendwelche Aktionärsgehälter.